Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blackwood Crossing. In der ersten Folge haben wir ja die Zugfahrt angetreten. Und ja, ich habe das jetzt auch ein bisschen gecheckt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe das jetzt ein bisschen gecheckt. Wir mussten praktisch einfach diese, diese Unterhaltungen in der richtigen Reihenfolge anordnen, indem wir halt auf Interagieren drücken. Und dann sehen wir hier praktisch... Ja, das sind deine Eltern. Genau. Ja, niemals so. Und ja, das habe ich jetzt im Nachhinein erst gecheckt. Aber anscheinend, also wenn es wieder so ist, weiß ich jetzt Bescheid. Und ich habe jetzt auch den Ton ein bisschen leiser gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch gestört hat beim ersten Mal. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr so. Und jetzt treten wir in dieses neue Abteil ein. Und... That's me. You might as well have glued that phone to your ear. Ja, wir machen mal wieder sanft. She looks happy. Ja, und guckt mal, das ist hier kein Zug. Das ist hier Wohnzimmeratmosphäre. Ja. Vielleicht durchleben wir irgendwie unsere Vergangenheit. Come on, you promised. What ja, Finn. I don't remember. But a promise is a promise. Also irgendwie Where kommt mir das natürlich alles spanisch vor. The Adventure, The Romance, The Savings, Right Today. Also Zugfahrt wird hier angepriesen. Ja, reden wir mal mit uns. Das ist vielleicht nicht so eine schöne Erinnerung. Also, ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Aber ich denke, das ist schon relativ... Also es könnte traurig enden, habe ich das Gefühl. Weil wir hier in Erinnerungen schwelgen oder die Erinnerungen durchreißen. Ja, gehen wir mal dem Finn nach. What did I tell you about running off? Come on! Stop lollygagging and keep up. Ja. For what? You'll see. Okay, hier können wir auch nicht rein. Finn, where did you go? Und hier ist wieder der Putzraum. Da war ja das letzte Mal das Klo. Oder es ist halt, oder wir waren in einem anderen Abteil, weil hier ist jetzt wieder eine Toilette, ne? Also es ist auf jeden Fall mysteriös und ich bin so gespannt. Irgendwie. Finn, da bist du ja. Hä? Leaves. Leaves? Also Blätter, Laub. Ja, mal gucken. Steht jetzt hier was? Nee, immer noch something. Something is very confusing here. Und ich weiß ja nicht, ich habe ja auch schon, mein erstes Let's Play war ja praktisch Rhyme. Und da hatte der Junge auch so einen roten Umhang, deswegen erinnert mich das jetzt alles daran. Ein bisschen, vielleicht... How are you doing this? Scarlett, hör auf, dich sowas zu fragen. Es ist ja wohl offensichtlich, dass du dir das einbildest. Ja, und hier sind halt auch keine Menschen, also deswegen denke ich, dass das hier alles im Kopf von Scarlett spielt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie während der Zugfahrt jetzt eingeschlafen ist und praktisch das sich alles einbildet. How did you get there? Der Hase schaut schon gruselig aus, aber er ist ja irgendwie nicht gruselig. Wir haben ihn ja... Also die Maske haben wir ja gesehen. Ach, da ist er jetzt wieder und... I must be going mad. Ja, und ich werde auch immer
ja, sprachlos sah. If this is a dream, I need to eat less cheese. Ja, würde ich auch sagen, weil Käse macht verrückte Träume, oder wie? Scarlett. Aber ich finde Scarlett ganz cool. Denn die ist so ein bisschen... ja, sarkastisch. Es macht Spaß, mit ihr zu spielen. Okay, jetzt passiert irgendwas, weil die Musik aufgehört hat. Ich erschrecke nicht. Oh, das macht ihr Spaß. Wir machen hier Rasen rein. What on earth? Ja, deswegen mag ich Scarlett. Upsala. That's different. Ja, finde ich auch, aber es irgendwie lustig. Finn, okay, was ist das? Finn, we don't know it's safe. Aha. Der ist jetzt im Baum hoch. I need you to put the ladder back and climb down. You can't come up without the password. I don't like this, Finn. Ein Passwort? Nana, Scarlett doesn't know the password. Ich kann mir vorstellen. You think you're so clever, don't you? Ich habe jetzt sarkastisch geantwortet. Hier, untersuchen wir mal den. It's been years since I've been on one of those. Ah. Das ist so ein Hupfball. Mal gucken, ob wir jetzt noch andere Sachen auch angucken können. Weil ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass hier irgendwo auch die Passwörter versteckt sind. Aber hier ist anscheinend nichts. Ist auch cool, dass wir zurückgehen könnten. Ja, wir können zurückgehen. Das ist schon mal, ja, ich würde mal sagen, beruhigend. So, dann werden wir jetzt mal das Passwort suchen, damit wir aufs Baumhaus, also ins Baumhaus, hoch können. Na, guckt mal. Hahaha. Nicht mit mir, ich finde dich. What's this? Ja, was ist denn das? That's what you get when you mess. Das sind solche Stabpuppen. Ist auch schön. Also ich weiß nicht, wie ihr das jetzt so empfindet, aber ich finde nicht, dass es eine gruselige Atmosphäre hat. Es ist eher so fantastisch, ne? Another one. Sehr. Saint Finn and the Dragon. Always a favorite. Sankt Finn und der Drache. Mhm. Ja, es ist auch sehr atmosphärisch einfach, sehr schön. Dad's old guitar. He could really play. Und ja, ich denke, dass der Vater auf jeden Fall gestorben ist, denn warum würde sie sonst immer in der Vergangenheit von ihm reden? Ich kann mir auch vorstellen, dass der Mutter irgendwas passiert ist. Nee, da ist nix. Ah, hier ist noch ein Foto. Gotcha. Aha. I remember this. It's a made-up language we used to use. Ivo-Bär. Okay. Ja, Milchkannen irgendwie. Okay, gut. I always wondered why Granddad kept these old things. Ja, ja, musst du ihn selbst fragen. Have you seen down here? Okay, das ist ein bisschen mysteriös. Ach so, stimmt. Ja, Scarlett ist aufmerksamer als ich. Okay, der Zug wird also nicht geführt und... I'm not kidding. There's just Granddad's greenhouse. Oh. You really should see it. I've seen Granddad's greenhouse loads of times. Ich bin gutmütig. Ich will jetzt nicht so eine zickige Schwester sein. Ace. Princess Scarlet to the rescue. That's the whole story. Das ist die ganze Geschichte, okay. Now, what order do they go in? Okay, jetzt müssen wir die Geschichte praktisch in die richtige Reihenfolge bringen. Ah.
Granddad used to hide here for hours listening to the cricket. Mm-hmm. I'm glad that's where I can see it. Ja, es ist mysteriös alles ein bisschen. Jetzt sind wir auf einmal in einem Gartenhaus und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich mich umdrehe, ob der Zug noch da ist. Ja. Ja, guck mal. Da fährt der Zug noch und dann stopp. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir uns angucken können. Scheint nicht so. Dann gehen wir zurück zum Baumhaus und in den Zug. Ich müsste mal gucken, wie wir die Bilder in die richtige Reihenfolge bekommen. Aber es wird uns Finn bestimmt schon sagen. Finn ist ja eh sehr kommunikativ. So. Right. You listening? As ever. Ah, okay. Wir müssen erst. Okay, so macht man das. Also ich würde mal sagen, Blueback. Blueback. Dann kommt. Oh, das ist ein. Dann vielleicht Fubor. Fubor. Dann Wubbots. Wubbots. Und Evubear ist bestimmt das letzte. Everbear. No, that's not it. Oh, Mist. Okay, schauen wir uns mal die Bilder an. Also zuerst sind die da so. Vielleicht, wartet mal. Kann ich die nochmal angucken? Ja. Okay, da ist der Drache schon da. Wartet mal. Wie kann ich denn die switchen? Ah, okay. Da ist jetzt nur der Mann da. Und da ist nur die Frau. Ah, das Gesicht wird abgeschmissen. Ah, also abgeschnitten. Da fliegt das Maul vom Drachen. Okay. Ja, den Hasen brauchen wir nicht. Also ich denke, Wubbots ist das Erste, weil da kommt der Drache ja. Wartet mal kurz. Das ist auf jeden Fall der Schluss. Und hier kämpfen die zusammen. Ich denke, dann ist Wubbots das Erste. Dann kommt Blueback, dann Fubor und dann Evubear. Okay. Ja, den Hasen braucht mir nicht. So gut. Ich bin bereit. You listening? Always. Okay, Wubbots ist das Erste. Wubbots. Dann kommt Blueback. Blubback. Blubback. Dann Fubor. Fubor. Und dann müsste Evubear. Everbear. Nope. Hä? Komisch. Okay, dann nochmal. Right. You listening? As ever. Okay, dann fangen wir mal an. Also Wubbots müsste das Erste sein. Wubbots. Dann machen wir mal Fubor. Fubor. Blueback. Blubback. Everbear. Not even close. Okay, dann machen wir mal die andere Reihenfolge, also von hinten. Right. You listening? Always. Also vielleicht zuerst Everbear. Dann Fubor. Fubor. Dann Blueback. Blubback. Und Wubbots. Come on, Scarlet. I'll have clues and everything. Okay, noch einmal. Probier's. Right. You listening? As ever. Es kann auch sein, dass zuerst Blueback. Blubback. Dann kommt das Mädchen dazu. Wubbots. Das schlägt dann das Maul weg.
Fubbor. Everbear. You remember? Ja, gut. Natürlich erinnere ich mich, nach 100 Versuchen. Klettern wir mal hoch. Ja, ist eine lange Leiter. Ja, ich glaube, ich kann es auch nicht glauben, Scarlett. Ich kann nicht glauben, dass ich so... Ui. The Treehouse. Ja, was glaubst denn du? Wow. Schön. Also es ist ja mehr als ein Treehouse. Mehr als ein Baumhaus. Das ist ja schon fast ein Schloss. Also wer so ein Baumhaus hat, der hat gewonnen. Finn und Scarlett. Ja, und Finn ist natürlich mal wieder nicht da. Okay, gehen wir mal rein. Wow. Also das ist ja gigantisch cool. Und hier sind auch die Objekte eigentlich, die im Zug waren. Zum Beispiel diese Dose und ein Paddel. Nee, also das Paddel war nicht da. Ach, da geht's noch weiter hoch. Krass. Wow, aber es sieht schön aus. Finally! I'd almost given up. Grandma says, come down and start your homework. I need you to help with the drawing. I'm off out with Cam. Cameron? You don't have to leave right away though, do you? I said you don't have to leave right away. You'll stay for a bit. Yes, of course. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch Finn nicht mehr wirklich unter uns weilt und Scarlett dann praktisch ja die Erinnerungen mit Finn nochmal durchlebt. Und wir haben erfahren, dass Cam anscheinend der Freund von Scarlett war. Und anscheinend ist halt Scarlett nach und nach aus... Also halt ist einfach kein Kind mehr gewesen und hat sich dann nicht mehr so oft mit Finn beschäftigt, der das nicht cool fand. Ein Furzkissen unter Omas Hintern bei einem... Look at all this stuff. Ah, eine Katze. Don't feed him. He's been naughty. Naughty Fergus. Also die beiden sind schon echt sehr lieb miteinander. Mhm. Gibt's hier noch was zu sehen? Ah, das Gemälde natürlich. Are you ever going to finish that? One day. Oh, ich hab nicht gesehen, dass es eine Entscheidung gab. Ich glaube, ich war wieder gutmütig, aber zufällig. Wo ist denn hier dieses, diese Orange? Was ist denn das hier? Eine Trophäe. My art trophy. Hm. Did you know Mum won the same prize when she was at school? Really? Yeah. She was really talented. Ja, aber wenn du das auch vorhin gemalt hast... Ah, schaut mal, hier sind die Bilder. Eins fehlt aber. Aber wenn Scarlett auch so gut malen kann, dann ist sie auf jeden Fall auch talentiert. Ich gehe noch mal kurz hier hoch. Nicht, dass ich hier die Chance verpasse. Man weiß ja immer nie, was man auslöst... Ein Astronomiezimmer? Auch nett. Also das Baumhaus ist echt gigantisch. Also davon kann man ja nur träumen. He's a proper genius when he puts his mind to it. Was? Das hat Finn gemacht? Nothing. Kannst du ihm schon sagen, dass du beeindruckt bist, Scarlett? Ich find's mega cool.
Das kann man ja eigentlich ganz leicht selbst machen. Und das sieht richtig cool aus. Okay, aber dahinter komme ich nicht. Dann geht's wieder runter. Aber komisch. Irgendwas muss es hier doch auch noch geben. Weil warum sollte man sonst hier hochkommen? Hier ist wieder der Radio. Nee, anscheinend gibt's hier nichts. Dann gehen wir wieder runter. Wow, richtig cooles Baumhaus. Jetzt gehen wir mal zu unserem Finn. Was malst du denn hier? Schönes. Find some scissors and a sellotape, will you? Finn, ernsthaft? Where are the scissors? Try the planetarium. Ja, das wusste ich. Ich hätte nach dem Klebeband fragen sollen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht, wo es ist. Aber Finn hätte das ruhig eher sagen können oder dann, als ich dort oben war. Also hier ist schon mal die Schere. Da ist sie ja. Ja, kannst du wegpacken, ne? Also ich brauch die jetzt nicht dauernd angucken. Scheren sind ja nicht. Da ist noch We should was. do another dinner time theater. Ah, hier haben die die Theater, also diese Bilder auch gemacht von diesen Stockpuppen. Also richtig schön irgendwie. Da wünschte man sich, man wäre dabei. So, jetzt suche ich noch das Klebeband. Das ist es doch, oder? Nee. Aber hätte es sein können. Ja, Finn, guck mich bitte nicht so an. Ich will das alleine finden. Hä? Ah, hier ist noch was. Oder? Nee. Naja, was soll's, da frag ich ihn halt. Where's the tape? I think Roscoe took it. Woof. Ach, toll, da musste man zuerst nachfragen. Roscoe? Drop. Woof. Good boy. Das ist ja echt voll süß gemacht irgendwie. Mann. Okay, I've got them. Well then, sit here with me. Okay. Come on, let's get started. Fangen wir mal an. We're doing butterflies. Oh, okay. You draw, I'll do the wire. Okay. Was? Ich muss jetzt malen? Oh je. Finn, do you remember the train that we were on Ah. before? There were some people wearing masks. Did you like them? That's not what I meant. I could make you one if you like. No, Finn. I want to know why they're here. Ich auch. Es sieht so traurig aus irgendwie, ne? Also ich muss nur abwechselnd A und D drücken. Es wäre. Finn, we're all on a journey. Wir alle We sind don't auf einer seem to be Reise. getting very far. Do you know where we're going? Why would I know anything? A fat lot of help you are. Ah. I don't even know who those people are. You know Grandma and Granddad, and Cam, and Mrs. Lyndhurst, and that boy from your school. You mean Mum and Dad? How's that? Nice. Cut them out for me. I'm all Schön, dass wir alles selbst machen müssen. Okay. Naja, das geht I einfach. remember them. Who?
Mum and Dad, you can remember. Don't. It's important. Not when I concentrate. But I dream about them and it's like they're right there. Then I wake up and they're gone. Can you describe them to me? I don't know. Dad was very tall, but I suppose everyone was. He let me sit on his shoulders when I couldn't see. And Mum? Here. And what about Mum? That's enough. But... you're lucky you don't remember. You wouldn't say that if you knew. What's that supposed to mean? I finished. No, Finn. What did you mean? Do you want to wind it up? Can't you remember them at all? No. They loved you very much. I hope so. Here, watch this. That's a good one. Watch me. How did you do that? I don't know. I just wanted it to fly. Can you do it again? I don't know. Sorry, Finn. I've really got to go. We'll play later, okay? Oh, no. They're all rubbish. I can't do them on my own. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt gar nichts mehr dazu gesagt, weil ja, die Situation war einfach so... ja, schön und auch so privat und intim. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich einen Cut machen muss, weil ich habe schon überzogen. Aber wir haben jetzt erfahren, dass die Eltern tatsächlich gestorben sind. Und irgendwas Magisches passiert hier auch, denn wir können Schmetterlinge zum Leben erwecken, also Papierschmetterlinge. Ja, es ist irgendwie spannend und... auch ein bisschen traurig. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut und ciao.